Alles lief zunächst nach Plan für den Tabellenführer aus Schalke. Nach nur 11 Minuten die Führung. Der Torschütze zum 0:1, Jörg Böhme. Danach jedoch die Kölner mit einigen guten Möglichkeiten zum Ausgleich. Christian Timm mit der größten Chance nach knapp einer halben Stunde. Effektiver dagegen die Schalker. Was die Chancenverwertung betraf, lagen sie zumindest in der ersten Halbzeit weit vorne. Das 0:2 durch Gerald Asamoah nach 34 Minuten. Für Kölns Trainer Ewald Lien ein unbefriedigender Halbzeitstand. Doch der Aufsteiger schaffte es, nach dem Wechsel noch einmal heranzukommen. Die 73. Minute, der Anschlusstreffer durch Georgi Donkov. Und nur 3 Minuten später sogar der Ausgleich. Carsten Kullmann nach Freistoß von Lottner zum 2:2 Endstand. Durch eine enorme kämpferische Leistung der Kölner auch verdient. Nur Alexander Vogt übertrieb den Kampf. 10 Minuten vor dem Ende sah er die gelb-rote Karte. Doch das änderte nichts mehr. Trotz des Unentschiedens bleibt die Mannschaft von Huub Stevens auch über die Winterpause Tabellenführer.